Hallo und herzlich willkommen zur 69. Lesung eines regulären Artikels aus meinem Blog rkslp.org. Diesmal Neogramscianismus, kulturelle Hegemonie und New Constitutionalism. Beim Lesen des Buchs Solidarisches Europa, Mosaiklinke Perspektiven des Instituts Solidarische Moderne, herausgegeben von Sonja Buckel, Lukas Oberndorfer, Axel Trost und Andrea Ypsilanti, bereits aus dem Jahr 2012 über die ISM Summer Factory 2012 bin ich nun auch mal über den Begriff und das Erklärungsmodell der neoliberalen Hegemonie für das, was in der EU, im Westen und generell weltweit in den letzten zwei, drei Jahrzehnten passierte, gestolpert. Genau genommen im Aufsatz Neoliberale Schocktherapie. Europa in der Krise. Von Jens Wissel, basierend auf dem Workshop Autoritärer Wettbewerbsetatismus oder demokratisches Europa? Ist die Demokratie in Europa noch zu retten? Das Modell der neoliberalen Hegemonie basiert auf dem kulturellen Hegemoniekonzept von Antonin Gramsci und wurde ursprünglich von Robert Cox, einem Absolventen der McGill, SICK, also so heißt's, Universität in Kanada, welche von James Mc oder MC McGill, SICK, Buran-Kenner, WTF, what the fuck Moment, gegründet wurde, entwickelt und dann von Stephen Gill, bisschen sick, ohne Donald, also McDonald, ja, bisschen, ja, fortgeführt. Dieses Erklärungsmodell basiert grob gesagt auf der Annahme, dass jeder, der seine Interessen oder Werte durchsetzen will und alleine dazu nicht mächtig genug ist, sich Verbündete suchen muss und dafür auch Abstriche bei der Durchsetzung seiner eigenen Interessen hinnehmen muss, um kompatibel genug zu sein, zum Koalieren. Damit wird auch gleich deutlich, dass dieses Konzept an sich erstmal von den Zielen her nichts Neues ist. Neu ist aber die Idee, seine eigenen Interessen kulturell, also über Massenmedien, Bildungseinrichtungen so zu verankern, dass die auch von jenen mitverfolgt und als ihre eigenen betrachtet werden, welche eigentlich andere oder nicht genau passende Interessen haben. Das hat dann den Vorteil für diejenigen, die diese kulturelle Hegemonie aufgebaut haben und am Laufen halten, aktuell weniger Abstriche bei den eigenen Interessen machen zu müssen und auch eventuell auch noch in der Lage sind, die Machtposition zu verbessern und zukünftig auf weitere Partner, um zukünftig auf weniger Partner angewiesen zu sein, eventuell gar auf gar keine mehr. Dazu bietet sich zu aktuellen Machtkonstellationen passend verpackte Verfassungsänderungspakete an oder gleich die Aktivierung eines neuen goldenen Buches, Venedig. Um solches geht es bei Gills New Constitutionalism. Also um die für die zustimmende aktuelle Macht eher nicht beabsichtigte und eher nicht gewollte schrittweise Anpassung der Verfassung hin zu einer nach mehr oder weniger oligarchisch-neoliberalen Gerechtigkeits-Aristoteles-Maßstäben passenden Version. Und genau so eine Umsetzungsvorgehensweise beschreibt auch die Historikerin der sozialen Bewegungen, Professor Nancy McLean, in ihrem Buch Democracy in Chains aus dem Jahr 2017. James N. Buran wäre da der Architekt der neoliberalen Kreise rund um die Feen, also dieses Institut da, genau, dieses erste neoliberale nach dem Krieg, oder proprietäre, oder halt, wir wollen nichts abgeben, Staat soll nicht können. Weiter denke man es. Gut, die hatte sie, glaube ich, nicht erwähnt. Und Mont Pelerins, an den von den Kochbrüdern finanzierten Instituten in den USA gewesen. Zumindest ist sie beim Durchforsten seines Nachlasses, er war 2013 gestorben, zu diesem Ergebnis gekommen. Und dass es von Ex-Fellows in James, von James M. Buran in Deutschland nur so wimmelt, schreibt sogar das Walter-Eugen-Institut selbst. Das Land mit den mit besten Standortbedingungen in einem gerade neu gebildeten neuen Binnenmarkt und dann sogar noch mit teilweise gemeinsamer Währung bietet sich als Partner für solch ein temporäres Bündnis eben extrem an. Und durch Fördern verantwortungsvoller Gewerkschafts- und Parteipolitik, Beverly J. Silver, Weltsystemtheorie, kann man schauen, die Sozialdemokratie, die Grünen und genügend Gewerkschafter auf seine Seite zu bringen. Wenn man auf diesem Terrain agiert, sollte man als Proprietärer aber stark aufpassen.
wenn man keine Verfassung mit Klassenwahlrecht etabliert bekommt und stattdessen einfach nur das Bestehen, nur den bestehenden gemeinsamen Staat zu sehr beschränkt, nutzt man nur dem Außen und ist quasi genatschter Partner einer neuen Hegemoniemacht von außen. Und eine atomare Hegemonie eines roten Chinas, dafür müssten die es noch schaffen, dass jemand, zum Beispiel Russland, weil der Westen sie zu sehr unbedacht in die Enge treibt, sie in einem Tausch zur First-Level-Atommacht macht, also gegen Truppen, dann muss man dann nicht atomar tätig werden, und also Russland, und gleichzeitig zumindest die USA durch einen Bürgerkrieg seinen First-Level-Status einbüßt oder alleinige Anti-Atomwaffen-Nanobot-Schwarm First-Level-Macht zu werden. Ja, also das sind die zwei Alternativen. Würden einige von diesem Terrain bestimmt nicht ungern sehen. Also an Gustav von Schmollers Mahnung denken, nur der Inkonsequente und derjenige, der die aktuelle Gesellschaft ruinieren will, kann komplett freihändlerisch sein. Aber, also frei auch von Sicherheit und strategisch fair genug und sowas, aber das ist auch, denkt ja keiner mehr über. Aber in einem Zwangssystem wirtschaftlicher Freiheit ist genau das jeder, also das unserer EU. Deswegen Trottel. Genau. Aber zurück zu dem Workshop bei der ISM Summer Factory 2012. Die Aufsätze Postdemokratie in Europa oder europäische soziale Demokratie von David Salomon und autoritäres oder demokratisches Europa, ist die Demokratie in Europa noch zu retten? Von Lukas Oberndorfer, welche auch basierend auf diesem Workshop entstanden sind, basieren zumindest teilweise auf dem neoliberalen Hegemonie-Ansatz von Gill. Letzter empfiehlt zur Lösung des Demokratieproblems in der EU quasi die Durchführung eines Verfassungskonvents direkt von den Bürgern Europas, also eine neue Verfassung und ein neuer Gesamtstaat für Europa. Davor warnte Herr Salomon, der ein gemeinsamer demokratischer Staat noch keine soziale gerechte Gesellschaft zur Folge haben müsste, da eben Bündnisse hinreichend vieler sozial unfair gegen zu wenige weiter möglich sein. Zum Schutz davor empfiehlt er Vetorechte für diese Gruppen. Je nach Intention war das durchaus ein sozial wichtiger Einwand. Die Mehrheit kann aber wirklich unfair sein. Die Mehrheit kann eben wirklich unfair sein und Minderheiten weniger lassen, als diese zum Überleben brauchen und oder wie es fair wäre. Aber ein Veto setzt eben voraus, dass man aktuell schon genug hat und man nur nicht zu viel an andere durch den Staat abgeben soll, muss. Für alle, die aktuell nicht genug oder unfair wenig haben, nutzt ein Veto nichts. Die brauchen vielmehr ein Recht, etwas zu bekommen, und dann steht ein zu starkes Vetorecht für die überdurchschnittlich viel Besitzenden eben im Weg. Lukas Oberndorfer ist zu dem Thema übrigens weiterhin lobenswerterweise fleißig am Schreiben. Also der Link da drauf von 2022. Vor ein paar Monaten erst. In dem Buch zur Summer Factory 2012 gab es übrigens noch einen Beitrag mit Rückgriff auf den neoliberalen Hegemonieansatz von Gill, einen aus dem Feminismuslager. Gender-Dimensionen der neuen EU-Economic Governance, maskuline Steuerungsmechanismen und feminisierte Kosten- und Risikoabwälzung von Elisabeth Glatzer und Christa Schlager. Die Schlager. Zum Abschluss für heute lässt sich festhalten, dass, wenn sich die Regierungschefs und Parlamente der EU nicht hinreichend schnell auf eine neue, hinreichend soziale, ökologische, sicherheits- und zukunftsorientierte Verfassung für die EU oder eine tragfähige Trennung einigen, wird in der EU so wird wie 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 in der EU so werden wir in der EU so verbaut wurden, was auch immer, dass wirklich nur noch einen Bürgerverfassungskonvent, eine temporäre Ermächtigung eines Perikles oder weniger friedlich, dafür aber vom Ergebnis und der angepassten Mittel durchaus passend ein Lincoln weiterhilft. Sonst bliebe nur noch ein Ausgründungsalleingang, sozial und sicher billiger, die müssten dann aber alleine international bestehen können. Eine Oligarchie wie in Venedig im gesamten Westen wäre vielleicht eine Zeit überlebensfähig, aber eher kurz als lang. Selbiges gilt wohl auch für eine Hegemonie Chinas über Europa. Vielleicht und hoffentlich setzt sich ab einem bestimmten Punkt der Menschheits- und Europaentwicklung eine hinreichend interventionsbereite
näherzentrische Koalition hinreichend billiger, also Umsatz, also mit universellem Selbstanspruch, die sich auf eine gemeinsame Ordnung tolerierbar und freiwillig einigen können, mit Recht, mit einem fairen Anteil an allem wieder gehen zu können. Meistens durch dann aber auch mit Zwang zur hinreichenden Mobilität, damit hinreichend zusammenhängende Herrschaftsblöcke entstehen können. Man wird sehen. Fertig.